Hallo meine Freunde der Jagd. Willkommen zurück bei The Hunter mit John Myers. Ja, ich habe eine Anfrage bekommen und zwar war das, glaube ich, das Video Nummer 28 von The Hunter von Mixer X Music, ob ich nicht doch mal auf die Jagd gehen könnte mit einem Bogen. Ja, das hatte ich ja schon des Öfteren angesprochen, dass wir das vielleicht eventuell versuchen könnten. Und ja, machen wir doch heute einfach mal. Und zwar dafür nehme ich den Camouflage. Und ich hoffe, dass ich irgendwie... Ups, warum geht das nicht? Warum kann ich den nicht ausrüsten? Warum kann jetzt ich den Camouflagebogen nicht ausrüsten? Wo muss ich den hintun? Darf da keine Waffe drin sein oder wie? Das ist jetzt komisch. Irgendwie kann ich jetzt den Bogen nicht ausrüsten. Bitte, was ist denn da los? Braucht man da eine eigene Lizenz dafür? Oder wie ist das? Ach, wahrscheinlich hole ich immer noch nicht. Platz da. Jetzt. Genau, da braucht man jede Menge Platz. Okay, dann Munition brauche ich auch nicht. Jetzt ist die Frage, den Revolver würde ich trotzdem mitnehmen, denn man weiß ja nicht, ob man nicht doch etwas erwischt. So, jetzt mal schauen, genau. Dann nehmen wir da auch noch das weg. Und jetzt müssen wir noch schauen, dass wir noch Pfeile reinkriegen. Okay. Von Bogen gibt es Muni, gibt es kein Zielfernrohr. Gut. Dann schauen wir doch einfach mal. Jawohl, gut. Okay. Ja. Lockruf, Sprays, bla bla bla, was brauchen wir da? Bärenköder nicht. Also ich würde einfach versuchen, Maultierhirsch zu bekommen und einfach mal schauen, inwieweit dass wir oder dass ich ja treffsicher mit dem Bogen bin. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay. Ah ja, so ist also, so muss ich also zielen. Gut. Und wenn ich es nicht will. Ah, okay. Gut. Dann laden wir unsere Waffe gleich. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie Glück haben auf einen Abschuss mit dem Bogen. Ja, Mix. Oh, X-Music, ich hoffe, dass ich dir damit, ja, einen Gefallen tue, wenn ich mich lächerlich mache. Gut, ich denke mal, wir können jetzt schon ein bisschen schneller erstmal. Und zwar, wo wollen wir jagen? Wir haben ja hier eh noch ein paar Aufgaben. Jetzt weiß ich nur nicht, ich glaube, wir brauchen noch drei Wildschweine an dem Dreiländersee und das ist hier, ich weiß nicht, ob wir drei oder zwei brauchen. Ich denke mal, wir machen uns einfach auf den Weg dorthin und versuchen dort dann unser Glück. Na, was habe ich denn? Keine Wildschweine, verwildete Schwein meine ich. Bin ja selber gespannt, ob ich treffen werde, weil mit einer Anschütze oder sonst einer Waffe ist es relativ einfach, aber mit Bogen, ich weiß ja nicht, inwieweit dass man hier auch das berechnen muss, dass man über einen Bogen, also dass man in einen Bogen schießt, also nach relativ höher, weil der Pfeil ja dann je mehr er an Geschwindigkeit verliert, desto mehr auch an Höhe dann. Und jetzt haben wir hier unseren ersten Ruf gehabt und den folgen wir jetzt einfach mal.
und schau mal, ob dort was ist, wo wir schon mal testen können. Na, hier haben wir noch den Entfernungsmesser. Brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, Entfernungsmesser mal raus. Genau. Na, wo ist er denn? Ich weiß auch nicht, inwieweit dass die nah an oder dass ich nah an die Tiere muss mit dem Bogen. Ich habe noch nie mit dem Bogen geschossen. Das wird heute Premiere. Hatte ich eh schon länger vor. Aber ich dachte mir, ja, ich zögere es einfach noch hinaus. Und dann kam prompt schon die Frage. Und naja, ihr wisst ja, wie es ist. Man möchte niemanden enttäuschen. Es soll ja für jeden was dabei sein. Ich jetzt mein Blöckhof, habe ich den überhaupt? Nein, das war so klar, dass ich wieder nicht richtig ausgestattet bin. Aber dabei ist er ja. So. Aha. Der hat sich wieder gemeldet. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hoch. Noch mal in die Hocke. Ja, auf alle Fälle wird es interessant, auch zu wissen, ob man dann die Pfeile wieder zurückbekommt. Und beim Bogen. Weil in vielen Spielen ist es ja so, wenn man mit Pfeil und Bogen schießt, dann bekommt man den Pfeil wieder zurück von der Beute. Ja, wenn euch wenn euch die Jagdsimulatoren an sich gefallen, könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr so noch wollt. Es gibt ja noch einige. Da würde ich einfach mal ja mir einige besorgen und für euch spielen. Wenn ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ich möchte einfach mal sehen, ob sich rentiert ihr zu kaufen. Ja, dann zeige ich euch einfach mal noch ein paar und dann können wir auch mal drüber diskutieren. So, jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört dann auch mehr. So, ich würde jetzt sagen, wir lassen jetzt auch mal einen los und schauen mal, was passiert.
Hier, da haben wir eine Wildsau. Oh, ein verwildertes Schwein, meine ich. Und da unten, da läuft etwas. So, ich denke mal, wir sind hier gut im... Okay. Ja, was haben wir denn da? Ne, dann komm mal zu mir. Ach, das sind gleich zwei. Ja, dann. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Ja, irgendwo läuft das. Die Frage wo? Na? Nein. Ah. Danke, Mann. Okay, die kommen näher. Dann lassen wir die mal näher kommen. Und schauen einfach mal, ob wir dort einen Schuss setzen können. Ja, ist ein Maultierhirschen mit 59,5 Kilo. Wow. Was bist du? Okay, 65 Kilo. Und du? Ja, dann holen wir doch dich. Okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich nur warten, bis das Tier relativ nah da ist. Denn so wie es jetzt ausschaut... Oh, da haben wir ja auch noch eins. Jo. Das ist noch zu weit weg. Ah, mal schauen, was das schöne Viech verdüstet hat. Auch 65 Kilo. Und du auch. Mhm. Beide gleich schwer. Ist nur die Frage, ab wann schieße ich und worauf schieße ich. Das wird natürlich die Frage. Eins krieg ich. Wow, das ist ja ganze Herde. So, und wie schieße ich jetzt damit? Wow.
Wow, Leute. Und der andere ist getroffen auch noch. Ja, Leute, das ist... Das nenne ich hier mal... Wow. Gut, okay. Es ist jetzt nicht beim ersten Schuss... beim zweiten Schuss, da ging glaube ich daneben. Aber der erste Schuss, der hat das erste gleich niedergestreckt. Und da steckt der Pfeil noch drin. Sofort ins Herz. Leute, das war ein Glückstreffer. Das war ein Glückstreffer. Gut. So, aber dann haben wir doch hier, genau, dann folgen wir jetzt gleich mal den noch, weil den haben wir gestreift. Und wir müssen schauen, dass wir ihn finden. Oder besser sie finden. Denn wie gesagt, wir dürfen ja kein Wild liegen lassen. Ja, aber das war jetzt wirklich überraschend. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich beim ersten Schuss schon treffe. Okay, es war jetzt ein relativ kleines Tier. Weiß natürlich nicht, wie es ist bei einem verwilderten Schwein oder bei... nein, das ist doch, das ist es. Oder bei einer verwilderten... bei einem Wildschwein oder so. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo bist du? Wo bist du hin? Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen langsamer laufen. Da vorne ist wieder eine Spur. Ich hoffe, dass es nicht allzu weit ist. Die Wand ist flüchtend immer noch. Ja, Mix Oryx Music. Ich hoffe, ich habe dir einen Gefallen getan, indem dass ich natürlich mit dem Bogen auf die Jagd bin. Und ich bin selber überrascht, dass ich da jetzt schon einen Treffer habe. Und es ist noch nicht mal das erste Video vorbei. Und jetzt sind wir noch auf der Suche nach dem zweiten, Maultierhirschkuh, die ich getroffen habe. Und ja, ich hoffe, wir finden die bald. Ich habe aber jetzt die Spur, glaube ich, verloren. Ich muss noch mal ein bisschen zurück und mich noch mal an die alte ranhalten. Das ist immer schwierig, da ich, da haben wir die alte. Da ich natürlich keine Verwarnung haben möchte. Flüchten in diese Richtung. Gut, dann schauen wir mal. Irgendwo ist bestimmt die nächste Spur. Ja, die kann jetzt erstmal schreien. Wir müssen jetzt erstmal das verletzte Tier finden. Ja, die erste Kuh, das war ja auch mehr so ein Glückstreffer, denn hallo, wo ist die jetzt hin? Kann man da? Ah, Fliegenpilz. Schön. Ich finde die Spur nicht mehr.
das doch nicht. Sondern tue ich mich so schwer bei der Nachsuche. Ne, wenn man gutes Glück hat und es kommt eine komplette Gruppe oder ein komplettes Rudel oder was auch immer, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, dann sieht es, kann man, wenn man Glück hat, ja, zwei Schüsse oder vielleicht auch mehr abgeben, wenn man einen Bogen hat. Das ist natürlich echt eine super Sache, aber nein, ich will die neue Spur nicht. Ich will jetzt erstmal unsere verletzte Maultierhalskuh finden. Hm.